Kaufen wir jetzt? Also, wir kaufen uns heute, also wahrscheinlich, so ein Q7 mit 335.000 Kilometern unter. Sag mal, pisst du gerade neben meine Rexy? Der pisst neben meine Rexy, das gibt's doch nicht. So, was jetzt nochmal? Was kaufen wir jetzt? Also, wir kaufen uns heute, also wahrscheinlich, so ein Q7 mit 335.000 Kilometern unter. Ja. 3 Liter Diesel, boah, entweder 232 PS oder 272, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 232 hat er. Genau. Auf jeden Fall sehr schön ausgestattet. Panorama, Leder, Bixen und also ziemlich gut ausgestattet. Das einzige Problem, kein Anhängerkupplung. Keine Anhängerkupplung? Nein, und wir müssen das einbauen dann. Ach du Scheiße. Aber der Preis stimmt, wenn also Kilometerstand okay, es ist viel, aber wenn der Zustand passt und preislich, wir einigen uns mit den Leuten, dann wir kaufen das auch. Was der Zoli aber jetzt gerade nicht gesagt hat, das Ding hat die hässlichsten Rückleuchten, die ich jemals bei einem scheiß Q7 gesehen habe. Aber wir zeigen es euch vor Ort. Seid gespannt. Aber mein Freund, ich werde extra für dich neue Rückleuchten bestellen. Dass ich nicht immer Pressschreie kriege, wenn ich das Auto sehe oder wie. Das ist gut. Wir bauen das zusammen ein. Ja. Und dann, ich habe meine Ruhe. Das stimmt, die hat er dann wirklich. Genau, und du musst nicht mehr die ganze Zeit kotzen und so, oder sonstiges. Da kriege ich so Brechdurchfall und ja, genau. Da komme ich gar nicht mehr vom Scheiß aus runter. Also, die Rückleuchten sind hässlich, aber nicht so hässlich wie Waldi seine Karre. Sein ML oder wie? Ja. Na, sein ML ist abgerockt, auch wenn er sagt, dass das Ding top in Ordnung ist. Er sieht halt äußerlich scheiße aus, aber wir wollen nicht lästern. Na, sein ML sieht so wie Waldi aus. Na, Waldi hat bald eine Klatze. Na, genau. Das bedeutet, das ist ein ML mit Klatze. Wir hören jetzt auf zu hetzen, weil... Genau. Wir haben dich lieb, Waldi. Genau. Bis denn. So sieht er nicht schlecht aus. Geh mal, ich guck mir mal die hässlichen Rückleuchten an. Okay. Die sind wirklich nicht hübsch. Also ich finde die nicht hübsch. So, Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese Rückleuchten geil findet oder ob ihr sie scheiße findet. Also ich finde die Rückleuchten irgendwie nicht geil. Ich finde, die passen nicht zum Fahrzeug. Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Ja. Die Bremse ist auf jeden Fall rostig. Die Winterreifen sind hier porös. Unterboden braucht er ein bisschen, sehe ich ja jetzt schon den Rost. Felge zerkratzt. Ja, der Vorderachse genau dasselbe. Hier auch fette Kratzer. Das ist schon eine übelste Kante. Die Bremsscheibe muss neu. Ja, auch der Reifen total glatze hier außen. Also Spur einstellen. Uiuiui. Das sind solche Kratzer, die siehst du auf den Fotos mitunter gar nicht. Aber hier sind sie auf jeden Fall irgendwo hängen geblieben. Das würde auch den Kratzer an der Felge hier erklären. Die sind nämlich relativ frisch. Und das ist halt scheiße. Ja, die Sidepipes sind dagegen geil. Auch wenn sie ein bisschen zu weit innen sind, wie ich finde. Weil stell dich mal dort mit dem Fuß drauf. Geht nicht. So, Reifen vorne links, genau dasselbe Trauerspiel wie rechts. Ja, die Bremsscheibe sieht auch scheiße aus. Ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut mal hier den Moos an, was hier schon so wächst. Das Auto steht schon ein paar Monate hier, würde ich fast meinen. Das hat natürlich auch seinen Grund, warum er lange steht. Naja. Der Zoli holt gerade einen Schlüssel und dann gucken wir uns mal den Motor und Co. an. Ich habe irgendwie
Irgendwie überzeugt mich das Auto auf den ersten Blick schon mal nicht. Ja. Wenn ich vor ein Auto stehe und das überzeugt mich nicht oder ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, dann weiß ich nicht. Nee, dann kaufe ich nicht. Und der hier, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Ich würde ihn nicht kaufen. Aber mal gucken, was wir finden. Kann ja sein, dass Motorgetriebe tadellos sind. Werf mal an den Haufen. Aber Zentralverriegelung geht wohl nicht. Alter. Mach gleich mal die Haube auf. Als erstes bitte. Okay. Aber das hier auf dem Öldeckel, das deutet echt auf Kurzstrecke hin. Und das bei einem 3 Liter Diesel. Und bei dem Kilometer stand das, ich vermute, keine Kurzstrecke fahren. Ja, gut. Hier ist alles sauber. Warte, warte. Öl ist sogar noch ausreichend drinnen, würde ich sagen. Hier riecht es irgendwie ganz komisch drinnen. Riechst du das auch? Ja, das riecht so nach Audi. Nach Audi? Das riecht eher so wie. Das riecht eher so wie Feuchtigkeit. Das macht lauter so als Piep, weil wir nicht angeschnallt sind. Geh mal leicht aufs Gas, bitte. Der verbrennt Öl. Der verbrennt Öl und Wasser. Der verbrennt das. Das ist kein normaler Rauch. So Leute, seht ihr hier diese Tropfen? Das ist Wasser. Der Gute hat einen Zylinderkopfschaden. Also die Zylinderkopfdichtung ist kaputt. So, du bist jetzt traurig, oder? Ja, also Fluffy, very, very traurig. Alter, so ein Pech. Alter. Das ist wirklich Pech. Weil eigentlich an sich, okay, man hätte Reifen neu machen müssen. Hast du den Schaden rechts am Kotflügel und Co. gesehen? Hab ich ja auch gesehen. Ja. Aber das ist alles so, als so Arbeitsfahrzeug wäre alles okay gewesen. Auch. Ja, aber mit kaputten Zylinderkopf oder gar, ja, ich vermute eigentlich nur die Dichtung kaputt, ja, macht ja keinen Sinn, weil. Was steckst du, was steckst du? Ich meine, wir kennen ja auch viele Hinterhoffuscher, die gute Arbeit machen. Aber selbst wenn die sagen, 1500 musst du einplanen. Mindestens. Mindestens, ja. Dann meinen sie eigentlich 2000, ja. Und, ja. Das ist die Sache nicht wert. Nein. So, hast du noch was zum Abschluss zu sagen für das Video? Du kriegst jetzt was zu essen, okay? Du kriegst eine Bratwurst, eine echte Thüringer. Dankeschön. Gut. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss, tschüss.